Sicherlich wisst ihr es, ich habe so gut wie überall in meinem Zimmer Philips Hue-Birnen verbaut bzw. in Benutzung. Allerdings werde ich die jetzt nach und nach durch Birnen von der Firma LifeX ersetzen, denn es gibt einen Punkt, der stört mich massiv. Und welcher genau das ist und warum die Birnen von LifeX in dem Punkt besser sind und was sie sonst so anders machen, das alles erfahrt ihr in diesem Video. Also viel Spaß! Philips Hue bzw. allgemein smarte Lampen sind richtig cool, denn man kann sie zum einen mit dem Smartphone steuern, dann kann man sie über diverse Sprachassistenten steuern, man kann die Lampen miteinander verbinden und in Szenen einbinden und was ich eben auch ziemlich häufig mache, dass ich damit meine Videos beleuchte und auch Akzente setze, so wie ich das jetzt gerade eben auch tue. Aber es gibt einen Punkt, der mich stört und bestimmt ist es auch einigen von euch schon aufgefallen und zwar sieht man teilweise bei Videoaufnahmen, die ich hier im Zimmer gemacht habe, so komische leichte Streifen quer über das Bild. Und es stört nicht nur mich, sondern auch im Video sieht das Ganze einfach nicht hochwertig aus. Normalerweise gibt es immer ein Verhältnis von Bildern pro Sekunde, mit denen das Video aufgenommen wird, der Verschlusszeit, der Helligkeit, der Lichtquelle, der Farbe von der Lichtquelle und so, dass man das Ganze eben auch in vielen Fällen wieder rausbekommt. Allerdings könnt ihr auch hier im Hintergrund bei dieser Lampe sehen, dass auch die aktuell Streifen zieht, obwohl alles so eingestellt ist, wie ich das eben brauche. Und das Problem ist, bei den Lichteinstellungen, die ich hier für dieses Zimmer brauche, da kriege ich diese Streifen einfach nicht raus. Das Problem ist, ich benutze die Philips Hue Lampen ziemlich häufig, um eben im Video Hintergrund Akzente zu setzen, damit das Ganze ein bisschen spektakulärer aussieht. Allerdings benutze ich die Lampen dann auch nicht auf 100% der Helligkeit, eben weil das viel zu hell wäre, aber desto dunkler man die macht, desto stärker fallen die Streifen im Bild eben auf. Und kurz gesagt, genau das ist der Punkt, der mich stört. Und deswegen möchte ich jetzt nach und nach die Philips Hue Birnen in meinem Zimmer durch welche von der Firma LifeX ersetzen. Ich habe hier zwei Modelle zugeschickt bekommen. Zum einen LifeX Mini, das sind Lampen mit einer vergleichbaren Helligkeit zu den Philips Hue Birnen und dann noch LifeX Plus. Die sind zwar etwas größer, aber auch deutlich heller. Die Philips Hue Birnen, die können nämlich 806 Lumen hell werden und die hier schaffen 800 Lumen. Aber wenn man dann die größeren LifeX Plus nimmt, schaffen diese 1100 Lumen. Und jeder, der schon mal Philips Hue Lampen gesehen hat, der weiß, dass schon die verdammt hell sind, aber die hier sind eben nochmal eine ganz andere Liga. Und mehr Helligkeit ist natürlich gerade bei meinen Deckenleuchten ziemlich vorteilhaft. Ich habe hier ja vier Lampen an der Decke angebracht, die mein Zimmer sozusagen mit ausleuchten. Allerdings ist das gerade tagsüber ein großes Problem, da ich ja auch zwei große Fenster habe, über die eben viel Licht reinkommt. Und wenn man dann eins der Fenster im Hintergrund von einem Video sieht, dann sind die eben ausgebrannt, eben weil ich sozusagen hier drin den Raum nicht so hell ausgeleuchtet bekomme, wie es nötig wäre, dass ich eben mit der Belichtung so weit runtergehen kann, dass draußen nichts ausgebrannt wäre. Aber noch wichtiger als die Helligkeit ist, dass diese Lampen eben keine Streifen ziehen und auch nicht so schnell anfangen zu flackern, wenn ich mal den Shutter etwas runterdrehe. Teilweise kann man mit diesen Lampen sogar bis zu 125stel filmen, ohne dass das Flackern zu stark auffällt. Und das ist einfach im Daily Workflow für mich, wenn ich filme, super entlastend, weil ich eben mit dem Licht nicht so viele Probleme habe und eben mit den Lampen auch nicht so lange rumexperimentieren muss, bis das Bild gut abgestimmt ist. Natürlich lassen sich diese Lampen auch über eine App steuern, die es für Android und für iOS gibt. Die ist auch schön übersichtlich gestaltet und funktioniert auch ziemlich zuverlässig. Außerdem unterstützen diese Lampen auch Apple HomeKit. Das heißt, man kann einen HomePod benutzen oder eben die Steuerung über Siri. Außerdem wird auch der Google Assistant unterstützt und Amazon Echo. Das heißt, dem Philips Hue Produkt stehen diese Lampen in keinem Punkt nach. Und außerdem braucht man auch keine extra Bridge, die man mit dem Router verbinden muss. Das heißt, es reicht sich eine Lampe zu kaufen, die einzuschrauben und schon kann man die verwenden. LifeX bietet aber nicht nur Lampen zum Einschrauben an, sondern auch LED-Streifen, LED-Panels und diese richtig coolen LED-Stäbe hier im Hintergrund vom Video. Das ist nämlich LifeX Beam und das sind Stäbe, die können nach Belieben einfach aneinander gesteckt werden und dann sozusagen an der Wand befestigt werden und ich finde, die sehen einfach super cinematisch aus. Auch diese Produkte lassen sich natürlich über die App oder auch über Sprachassistenten ansteuern, aber das richtig coole an LifeX Beam ist,
dass man hier mehrere Farben nebeneinander gleichzeitig darstellen kann. Das heißt, man kann jetzt auch einen Regenbogeneffekt einstellen, wenn man das möchte. Und das Ganze funktioniert nicht nur bei LiveX Beam, sondern auch bei den LED-Panels und bei den LED-Streifen. Was mega cool ist, denn Philips Hue kann das mit den Lightstripes nicht. Man kann also sagen, dass man mit LiveX noch mehr Kontrolle über die Farben und Szenen und Effekte hat, als das mit Philips Hue möglich ist. Und das ist natürlich für mich total vorteilhaft, weil ich so meine Videos noch kreativer ausleuchten kann und so für jeden Shot sozusagen die perfekte Szenerie erstellen kann. Und aus diesem Grund werde ich jetzt eben meine Philips Hue Birnen durch LiveX Birnen, beziehungsweise allgemein ist der Plan, dass ich so nach und nach alle Lampen hier durch LiveX ersetze, eben weil das für mich viel vorteilhafter ist. Preislich liegen sogar die Lampen mit den 1100 Lumen bei knapp über 30 Euro, was im Vergleich zu den 47 Euro für eine Philips Hue Birne deutlich niedriger ist. Es gibt zwar auch eine Version, die ist deutlich teurer, die kostet dann knapp 70 Euro, allerdings hat die dann noch zusätzlich Infrarotlampen eingebaut, die man dann mit einer Nachtsichtüberwachungskamera kombinieren kann. Wer es braucht, der kann eben dafür dann auch gleich die Lampe kaufen, aber im Normalfall reichen eben auch die Lampen für knapp über 30 Euro und ich muss sagen, das ist ein super fairer Preis. Dazu braucht man eben auch keine Bridge und man hat eben deutlich mehr Einstellungsmöglichkeiten, ein flackerfreies Bild, wenn man viele Videos aufnimmt und eben die höhere Helligkeit. Also, mit diesem Video soll es das gewesen sein. Ich hoffe, ihr könnt meine Gedankengänge nachvollziehen. Den Kauflink findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und dann hoffe ich, dass ihr diesen Kanal hier abonniert habt und auch beim nächsten Video ebenfalls wieder vorbeischaut. Also bis dahin, ciao!